Und zwar nicht eigentlich aus irgendwelchen kulturellen Gründen, dass Rezen hier in Japan traditionell eine große Rolle spielt oder so. Dieses kulturelle Element war für ihn gar nicht vordringlich, und ich halte das auch für den Dialog zwischen Buddhismus, zwischen Zen und Christentum für gar nicht entscheidend. Pala Rosal hatte die tiefe Einsicht, meine ich, dass es hier um etwas geht, was im Grunde des Menschseins lebt oder wachgerufen werden kann und was unmittelbar auch dem christlichen Leben und der Glaubenseinstellung zur Hilfe kommt. Und das ist wohl sein großer Beitrag, dass er damit eine Tiefenschicht der Spiritualität neu entdeckt hat und einen Weg, wie diese Schicht erreicht und aktiviert werden kann. Und das gibt zugleich eine ganz menschliche Formung. Im Zen wird die Selbstlosigkeit betont, im Zen wird tiefe Konzentration, Vertiefung in die Einheit betont. Und das heißt eben auch Überwindung der Dualität, Überwindung der Gegensätze. Das heißt zugleich natürlich auch keine Diskussion mit dem anderen, wo es ja um die Herausarbeitung der Gegensätze und dadurch erst um die Überwindung geht. Also dieses grundlegende Gemeinsamsein, die Einheit, das ist selbst eine menschliche und zugleich religiöse Dimension, die durch den Zen angesprochen und entwickelt werden kann. Das hat sich sicher sehr gut ausgewirkt in seinen mitmenschlichen Beziehungen, wo er mit jedem in einer sehr ehrlichen und sehr grundlegenden Weise zusammenkam, ohne dass er jetzt irgendwie den anderen da zu überzeugen versuchte. Aber es gab diese Gemeinsamkeit, ja, in was? Man kann sagen, vielleicht in einem inneren Frieden. Das Thema des Friedens war für Pala Rosal seit Ende des Weltkriegs ein bestimmendes Thema. Und das ist nicht nur politischer Friede, sondern zwischenmenschlicher Friede. Das ist Versöhnung, das ist gegenseitige Hilfe. Auf dieser Ebene, die also nur sekundär begrifflich vermittelt wird. Auf dieser Ebene hat er einen neuen Boden der Religiosität zum Blühen gebracht, kann man vielleicht sagen.